Es war der 27. Januar 1972, das Gründungsjahr des Karneclub Hilden. 70 Mitglieder erschienen zur Gründungsversammlung und feierten die Neugründung des Vereins. Zu Beginn musste man sich mit einem kleinen Vereinsraum für die Lagerung von Booten am Menzelsee begnügen. Nach der Beendigung der Kiesbaggerei stellte man dem Verein den Förderturm für Umkleideräume und Bootslagerung zur Verfügung. In vielen Arbeitsstunden wurde der Bootslagerraum, die Umkleideräume, der Zugang zum See und der Anlegesteg gefertigt. Oft waren es die Eltern der Schüler und Jugendlichen, die das Vereinsgelände herrichten, wenn die Jugend zwischenzeitlich dem Training für Wildwasser, Abfahrtsrennen und Slalomrennen nachging. Die Gründungsmitglieder laut Vereinsprotokoll waren Rolf Schmitz, Ernst Schmidt, Erich Engels, Meinhard Seelmann, Walter Steckel, Adolf Scheibling, Grete Steckel, Rosi Scheibling, Uschi Böhnke und Ulrich Engels. Nach der Fertigstellung des Bootslagerraumes, der sich im Keller des Turmes befand, hatte man Platz für bis zu 130 Booten geschaffen. Innerhalb 7 Monate stieg die Mitgliederzahl auf 110 Personen an. Der Verein hatte die Möglichkeit, eine Holzbaracke günstig anzukaufen, um ein Clubhaus zu erbauen. Fleißige Hände, jung und alt, errichten mit handwerklichem Geschick die Vereinsräume für die Zukunft. Der erste Vorstand des Vereins setzte sich zusammen durch den ersten Vorsitzenden Walter Stecke, zweiten Vorsitzenden Erich Engels, den Kassenwart Adolf Scheibling, den Geschäftsführer Meinhard Seelmann, den Pressewart und Wanderwart Gerd Böhnke, Protokollführer Ursula Böhnke, Rennwart Helmut Bröske, Jugendwart Ulrich Engels, Jugendwartin Rosemarie Scheibling, Trainer Rolf Schmitz, Bootswart Ernst Schmidt, Sozialwart Grete Steckel, Jugendsprecher Klaus Steckel. Auch das Errichten der Trainingsslalomstrecke war eine Herausforderung für alle Mitglieder. Das erste Seefest und Vereinsmeisterschaften im Kanuslalom fand unter dem Stern der Neugründung des Vereins statt und wurde von zahlreichen Hildener Gästen besucht und mit Begeisterung aufgenommen. Nach Abschluss der Wettkämpfe konnte der erste Vorsitzende Walter Steckel die Siegerehrung durchführen. Nun war man soweit, durch fleißige Trainingseinheiten an bundesoffenen Abfahrts- und Slalomrennen teilzunehmen. Ulrich Engels, Fachtrainer des Vereins für Kanusport, führte eine Kanuschulung für Hildener Lehrer auf der Sieg durch. Auch die Wanderfahrerabteilung bekam beliebten Zuspruch und führte verschiedene Flusstouren auf Flüssen von nah und fern durch, hier zu sehen auf der Erft.
Der Verein konnte eine Wiese in Kapellen an der Erft anmieten, um regelmäßiges Training durchzuführen. 1973 startete die erste Sommerferienfahrt nach Österreich-Tirol, um verschiedene Wildwasserflüsse zu bezwingen. Durch Materialsponsoring der Firma Walter Wiederhold, Hilden, Lacke von Weltruf, konnten die Vereinsmitglieder Boote im Eigenbau herstellen. Hier die erste Testfahrt der neuen Boote am Wiesenwehr auf der Erft bei Neuss. Die Geselligkeit im Verein durfte natürlich nicht zu kurz kommen. Hier zu sehen der Damentreff oder die Skat-Turniere. Aber auch der Karneval im Bootshaus war ein beliebtes, geselliges Zusammensein. Die Kanujugend nahm mit einem Mottowagen Deutsche Meisterschaft auf der Itter am Rosenmontagszoo in Hilden teil. Und die Vereinsmitglieder winkten der Jugend an der Mittelstraße zu. Für die anstehenden Wettkämpfe wurde das Hanteltraining im neuen Hantelraum durchgeführt. Hier zu sehen Trainer Helmut Brüske. Regelmäßige Versammlungen der Kanujugend wurden im Clubraum durchgeführt. Auch Torrichterlehrgänge für Slalomsport wurde durch den Deutschen Kanuverband im Bootshaus durchgeführt. Eine wichtige Voraussetzung im Wildwasser-Kanusport ist die Eskimo-Rolle, die einmal in der Woche im Hildener Lorzingenbad durchgeführt wurde. Eine wichtige Voraussetzung ist das Nachwuchstraining, um die Zukunft des Vereins sicherzustellen. Ein Sonntag am See, so konnte man ungezwungen das Kanufahren erlernen, relaxen und die Geselligkeit pflegen. Um den Verein zu präsentieren und Mitgliederwerbung zu betreiben, nahm die Kanujugend am Hildener Weihnachtsmarkt in einem Stand teil. Auch die Weihnachtsfeiern des Vereins war ein beliebter Treff der Mitglieder. Der Kanuclub Hilden war einer der ersten Vereine in Nordrhein-Westfalen, der wöchentlich unter dem Slogan Trim Trapp ins Grüne durchführte. Kanuclub Hilden war einer der ersten Vereine, die Schulsport-AGs im Hilden am Menzelsee durchführten. Die Seefeste und Vereinsmeisterschaften am Menzelsee waren beliebte Veranstaltungen für Gäste aus nah und fern. Neue Boote wurden getauft und Feste gefeiert. Die Wettkämpfe an der Slalomstrecke waren für jeden aktiven Kanuten eine Herausforderung. Für die Organisation der Veranstaltung wurden alle Mitglieder eingebunden. Der krönende Abschluss war die Siegerehrung der Vereinsmeister. Innerhalb von 2 Jahren stieg die Mitgliederzahl auf über 200 Mitglieder an.
Aber auch die Geselligkeit im Verein nahm Formen an, hier der Kegelclub Elbseeschwalben. Oder die Küchenfeen, die Vereinsmitglieder mit umfangreichen Speisen im Bootshaus versorgten. An Vereinswanderfahrten nahmen oft alle aktiven Vereinsmitglieder teil. Das Steckenpferd des Vereins waren die Wildwasserabfahrts- und Slalomrennen, national und international. Der Deutsche Kanuverband machte Hilden zum Landesleistungsstützpunkt, Bundestrainer und Fachtrainer trainierten nun die Hildener Kanuten. Der Kanusport ist einer der wenigen Sportarten, die in der Natur durchgeführt werden. So waren die Wochenendwettkämpfe an verschiedenen Rennstrecken ein Treffpunkt für Geselligkeit, Miteinander und Kampf um die Medaillen. Hier zu sehen die erste deutsche Meisterschaft ein Jahr nach der Olympiade 1972 im Kanusport auf der Olympiastrecke in Augsburg auf dem Eiskanal, wo Hildener Kanuten um Platzierungen kämpfen. Auch international reisten Hildener Kanuten zu den Wettkämpfen. Die Erft in Neuss ist die Heimat- und Trainingsstrecke Hildener Kanuten. Einer der Höhepunkte der Hildener Kanuten war die Bezirksmeisterschaft Bezirk 5 auf der Erft. Aber auch in Hilden veranstaltete der Kanuclub Slalomrennen hier in der Sportwoche auf dem Stadtwaldteich. ...1978 führte der Kanuclub Hilden 470 Mitglieder im Verein, Schulsport-AGs, Lauftreffs, Sommer- und Osterferienprogramme, Wanderfahrten, Touren, Paddeln für Jedermann, Vereins- und Seefeste waren eine bunte Palette, die der Verein für Jedermann anbieten konnte. Auch die Slalom- und Wildwassermannschaft des Vereins vergrößerte sich und es wurden auf den Wettkampfstrecken erfolgreiche Siege eingefahren. Viele Meisterschaftstitel und Medaillen bereicherten den Verein. Hier zu sehen ein Slalom-Wettkampf auf dem Stadthallenteich in Hilden. Im Rahmen der Sport- und Freizeitmesse in der Hildener Stadthalle kämpften die Kanuten um den Messepokal. Preise gab es auch für die Wettkämpfer, die die meisten Eskimo-Rollen schafften. Die Eskimo-Rolle ist eine wichtige Voraussetzung eines jeden Kanuten.
Der Kanu-Club Hilden. Seit 50 Jahren ein Garant für Jugend, Freizeit, Geselligkeit und Miteinander.